Kai Luke Walker. Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge aus dem Leben eines Siebes. Wir haben letztens weitere Informationen gekriegt für die Truhe von Adrian. Und zwar brauchen wir einen Dietrich aus Erz. Ja, der Bürgermeister Silvan hat aber ein Stück, da werde ich dem guten Mann das Stückchen mal nachts unter dem Kopfkissen hervorklauen. Er schläft hoffentlich wie ein Schattenläufer bei Tage. Okay, ja, können wir ihn drauf ansprechen oder denkt man zumindest, müssen wir da jetzt wirklich nachts einsteigen? Vor allem wüsste ich jetzt auch nicht, wo er den hat. Da liegt er ja. Ob das jetzt funktioniert, ich weiß ja nicht. Hey, was soll das denn werden? Ja, warum schleichst du hier rum? Allerdings habe ich den Kampf leider nicht gewinnen können. Oh, jetzt ist okay, ja, ist klar, er ist Akku. Ja, ist in Ordnung, kann ich verstehen. Wäre ich auch. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Aber gut, dann schlafen wir jetzt einfach bis nachts und dann steigen wir in die Butze hier ein, mein Freund. Da bin ich gespannt, was Adrian in der Truhe hat, ne? Das wäre schon echt interessant zu wissen. Können wir mit ihm eigentlich noch schnacken? Nee. Irgendwie? Weiß ich auch noch nicht genau, wie man damit umgehen muss mit der Spruchrolle. Dankeschön. Na bitte, geht doch. Na bitte, geht doch. So, jetzt geht's los hier, Mitternacht. Es ist Nacht, es ist Mitternacht. Okay, der hat schon mal nichts weiter gesagt. Hey, was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Warum pennt der Macker nicht? Oh, hallo, junger Mann. Zum Gruße, Herr Bürgermeister. So spät noch wach? Ja, das Alter macht mir zu schaffen. Okay. Ich kann einfach nicht mehr schlafen in letzter Zeit. Du bist nicht zufällig gekommen, um mir Gesellschaft zu leisten? Nee, tut mir leid. Bin aus Versehen ins Falsche ausgelaufen. Hast du mal den Rat eines Alchemisten gesucht? Ja. Aber der Kräutermischer konnte mir nicht helfen. War mir sowieso immer etwas verdächtig. Er meinte, er habe nichts gegen Schlafstörungen. Seine Kräuter seien alle zu stark. Er könnte mich zwar ruhig stellen, aber von erholsamem Schlaf wäre keine Rede. Okay. Was machst du dann die ganze Nacht? Nun, meistens laufe ich hier in meinem Zimmer herum. Die Zeit schlage ich dann meistens mit Pralinen tot. Seit ein junger Bursche vor einigen Jahren meiner Tochter welche geschenkt hat, bin ich ganz wild auf die Dinger. Ah, ich kenne da einen Zusammenhang. Ich versetze einem sogar die einsamsten Nächte. Und bis auf einen dickeren Bauch haben sie nicht so viele Nebenwirkungen wie Alkohol. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Danke für den Tipp. Nun gut, ich muss doch mal weiter. Ist ja schließlich schon spät. Gute Nacht. Ah, die werde ich wohl nicht haben. Aber danke für deinen Besuch. Bis später. Jetzt ist er auf einmal wieder voll nett. Solange der alte Sack nicht schlafen kann, kann ich nicht unbemerkt den Brocken stehlen. Vielleicht sollte ich bei seinem Schlafproblem ein wenig nachhelfen. Was hat er noch gesagt? Ah ja, Pralinen. Vielleicht sollte ich da ansetzen. Genau, die versetzen wir mit irgendeinem leckeren Kram. Oh, und dann kann er wahrscheinlich auch gut pennen. Ist aber wieder dunkel hier. Okay. Dann gehen wir erstmal zum Alchemisten. Und dann kaufen wir Pralinen. Nicht, dass wir nachher die falschen kaufen. Camillo. Was machst du hier? Oh ja, du Spacko. Geht doch. Ja, du bist ein ganz Wilder. Jetzt muss ich wieder pennen, weil du meinst, dass du nicht mit mir schnacken willst, weil du dich da in dein Bett hingelegt hast. Na komm. Außerdem ist es so auch wieder schön hell. Dieser Helm, der passt einfach so gar nicht.
Aber oh, gut Rüstung mittlerweile. 92. Oh, komm, Milo. Du Schlüpfer. Hast du was, womit ich jemanden außer Gefecht setzen kann? Also ein Trank, der einen einfach umhaut, ohne Schaden zuzufügen. Was hast du vor? Willst du jemanden etwas antun? Nein, ich, meine Ach, Quatsch. Menschen. Ich will ein Tier betäuben. Es ist verletzt. Aber mit all den Schmerzen ist es unberechenbar. Mit Hilfe eines solchen Mittels will ich mich also nur selber beschützen. Ach so. Sag ja, absoluter Ehrenmann. So was habe ich zwar nicht im Sortiment, aber aus experimentellen Gründen im Haus. Moment, ich hole mal etwas davon. Oh, er ist aber on fire. Jetzt will er aber helfen, ne? Jetzt will er helfen. So, jetzt kannst du das Zeug bei mir kaufen. Kostet dich sogar nur 25 Goldstücke. Ich gebe dir aber keine Garantie, dass es bei deinem Tier funktioniert. Es ist eigentlich auf Menschen abgestimmt. Umso besser. Mach doch nie aus der Wanze den Troll. Oh, ich habe ja gar nichts. Holy, warum bin ich denn so blanko? Ja, verkauf die Armbrust. Brauchen wir nicht. Ja, was anderes? Warum hast du immer nur so viel Glück? Mir passiert sowas nie. Ja, guck mal, haben wir doch schon mal was. Nun, vielleicht, weil ich nicht mehr so dauerig bin. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja, hätte doch auch einfach einschläfern können, oder? Ja, wir machen das aber jetzt mit dem Pralinen. Das ist ja jetzt auch so vorgesehen. So, den Trank, den selber rumhauen soll, habe ich jetzt. Jetzt muss ich ihn nur noch in die Pralinen füllen. Das sollte ich wohl am besten an einem Eichentisch machen. Ja, muss ich aber noch ein paar Pralinen kaufen, ne? Und dann können wir das machen. Zeig mir deine Ware. Teuren Pralinen? Kaufen wir mal die teuren Pralinen. So. Wieder an den Alchemietisch. So. Pralinen. Ah. Ja, kannst du ruhig gucken. Ich hab bitte, geht doch. Ich hab nichts gemacht, mein Freund. Die Pralinen sind vergiftet. Jetzt stelle ich dir einfach in das obere Geschoss von Silberns Haus und komme die nächste Nacht wieder. Der alte Mann kann sich sowieso nicht dran erinnern, was er wohin gestellt hat. Oh, bist du... einfach zu sagen, so, oh, der ist so blöd, der kriegt das sowieso nicht hin. Also wenn sich das nicht lohnt, ne, dass wir aus Adrians Truhe da den richtig heftigen Gewinn rausziehen, dann weiß ich es auch nicht. Kann ich die einfach hier abstellen oder ist hier irgendwo ein Platz vorgesehen? Wo sind die Pralinen? Lecker, aber dann wird's Nacht. Liegen da jetzt. Jo. Kann ich in sein Bettchen schlafen bis nachts? Ja, wie soll das jetzt funktionieren hier? Kann ich ja jetzt auch mal wieder nehmen? Wo soll ich die denn hinpacken? Wo ist die Lampe hier schief? Ja, dieses Geräusch, ne? Vielleicht hätte ich nicht hier schlafen dürfen. Beim Besen. So, das wäre erledigt. Wie, das war's jetzt, oder was?
So, das wäre erledigt. Bis morgen sollte Silvan die vergiftete Praline gegessen haben. Sodass ich in Ruhe das Erz nehmen kann. Kann ich einfach jetzt nicht schlafen? Hä? Aber ich darf das, glaube ich, alles nicht in dem Haus machen. Warum muss ich jetzt nochmal wieder bis nachts schlafen? Wir schauen mal, sonst schläfe ich den einfach ein und dann ist gut, Alter. Scheiß auch drauf. Aber ich wollte es jetzt halt so machen, wie es vorgesehen ist, ne? Ist Mitternacht? Du musst auch jetzt K.O. sein, oder nicht? Warum renne ich eigentlich immer so weit weg? Ich kann doch hier auch bei den Offizieren schlafen, ne? Ich bin doch jetzt in der Stadtwache. So, sitzt er da jetzt noch, oder? Nee. Wunderbest. Buchkommode, habe ich die schon mal gelesen? Aha. Ich sollte mich mal dort umsehen. Was? Ich sollte mich mal dort umsehen. Klippe um Leuchtturm, Spitzhacke nicht vergessen. Paul war ein junger Mann, gerade mit seiner Lehre fertig und wollte ein Abenteuer erleben. So packte er all seine Sachen, verabschiedete sich von seinen Liebsten und begab sich aus der Stadt. Bald schon erreichte Paul einen dunklen Wald und die Nacht legte sich über ihn. Und da war es schon geschehen. Ehe er sich versah, ward er totgebissen von 7 Wölfen. Sie fraßen den Körper mit allem, was der junge Mann bei sich hatte. Auch den mächtigen Schutzring von Pauls Großvater. Weiß, dass die Wölfe allesamt an der Beute erstickten. Auch der blutrünstigste Wolf, der den Ring gefressen hatte, schleppte sich zu der Klippe am Meer, wo einst die Menschen mit seinem Heulen geängstigt hatte und verendete dort. Auch meine Fresse. Das heißt, dass Innos in dieser Nacht dem Ring magische Kräfte verliehen hat, damit nie wieder ein Wesen Belias dem Träger Schaden zufügen kann. An der Stelle soll ein besonders grüner Busch gewachsen sein. Notiz: Klippe am Leuchtturm Spitzhacke nicht vergessen. Coole Scheiße. Haben wir die Dings hier schon geplündert? Oh ja, da haben wir schon mal ordentlich reingelangt. In die Truhe. So, dann schlafen wir jetzt wieder bis morgens. Dann gehen wir zum Kollegen Hanke. Und dann können wir mal schauen. Ich muss noch was draufzahlen, ne? Oder wie war das? Adrian, der ist ja auch immer wach. Vielleicht müssen wir den einschläfern mit dem Zauberspruch. Bin gespannt. Haben wir genug Gold? Wir haben nicht genug Gold. Sowas verkaufen. Sieht einfach heftig aus, ne? Du Klinge. Holy moly, Alter. Ratenhut, weg. Haben wir noch so Feines? Fell eines Schattenläufers. Da, da, da. Vielleicht hier so ein Quatsch, den brauchen wir nicht. Minecrawler-Zang. Werkzeug. Das ist auch noch irgendwie so gar nicht durchgekommen, wofür ich das brauche. Warte mal, ich habe da noch ein Buch gefunden, ne? Geil. Finde ich auch nicht schlecht. Können wir die jetzt auch wieder verkaufen? Bringen die ja Geld. 75 und 75. Das ist doch meine Sache. Da haben wir doch jetzt genug. So, Hanke, komm mal ran hier. Ich habe das Erz für den Dietrich. Und frag jetzt bloß nicht, woher. Hier hast du den Brocken. Gut. Interessiert mich auch nicht, wen du von diesen Sklaventreibern ausgeraubt hast. Oder was auch immer. Ich brauche ein bisschen von dem Zeug für mich selbst. Der Rest sollte für...
2 harte Dietrich erreichen. Oh Mann. Brauchst du so viele oder reicht dir nur einer? Gib her. Ach, scheiße. Ach, ich nehme ruhig 2. Okay, dann sag Bescheid, sobald du sie kaufen willst. Ja, also dann verkaufe ich ja noch was und nehme auf jeden Fall 2 davon mit. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen. Zack. Oder? Das wird doch jetzt Schwachsinn, wenn ihr das nicht macht. Wir können auch die Mondklinge verkaufen für 700. Wir haben ja sowieso jetzt gerade das Schwert. Ja, komm. Wir gehen mal zu Matteo. Verkaufen die mal. Ein bisschen Cashmash machen. 750 sogar. Ich brauche die Mondklinge nicht mehr. Und 750 ist ein fairer Preis. Hast du noch Interesse? Aber natürlich. In meiner Sammlung ist immer Platz für ein so gutes Stück. Aber bist du sicher, dass du sie nicht mehr willst? Ja, ist in Ordnung. Es ist schon gut. Ja, du kannst sie haben. Gut, hier hast du dein Gold. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. So, da haben wir jetzt ein bisschen das Cashmash. Kaufen wir uns die beiden Dietriche. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade eine richtig gute Waffe, ne? Das mit dem Einfrieren war natürlich cool, aber... Gib mir den Dietrich. Ja. Die Dietriche meinst du wohl? Ja, meine ich ja. Hast du das Gold dabei? Sicher. Ja, hier hast du es. Wollt mich mit dir Geschäfte zu machen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Dass wir jetzt hier bis nachts schlafen. Natürlich. Ansonsten werden wir auch noch diese Schlafspruchrolle holen müssen. Aber ich hoffe mal, dass das so geht. Ja, sehr cool, Alter. Heute spielt sich viel nachts ab. So. Let's go. Besser. So, Leute. Bin gespannt. Ob wir da rankommen. Oh Mann. Verdammt, der Dietrich steckt fest. Ja, voll die, Alter. Der Dietrich steckt fest. Ja, das wissen wir ja, aber... Was hat denn der da für eine Liste? Ach, da hätte ich schon im Vorfeld sehen können, wer wann gegen mich kämpfen möchte. Jetzt habe ich endlich die Liste von allen Kämpfern in Adrians Arena. Ich könnte jetzt versuchen, die einzelnen Leute zu erpressen. Wenn sie nicht an mich zahlen, würde ich schließlich ihre Kämpferplatz verraten. Adrian selbst und Gerard sollte ich wohl aber nicht versuchen zu erpressen. Ah, geil, jetzt kann ich die auch noch erpressen. Ist das gut? Fergus, Piero, Hanke. Wir gehen erstmal zu Fergus. Das war doch der Schlüpfer am Hafen, ne? Oh, das ist eine geile Sache, dass ich die jetzt... Leute, ich sag immer, wenn ihr Cent nicht ehrt, ist ein Euro nicht wert. Und das bleibt auch so. Alvin? Hier in der Stadt? Wie läuft's? Gut. Und das nicht zuletzt durch dich, mein Freund. Von dem Gold der Bestie werde ich mir einige der besten Flaschen von Jaspers Rum gönnen. Hast du schon gesagt, ne? Wo ist Fergus, der Schlüpfer? Komm mal, Freund. Ich habe die Liste von Adrians Kämpfern. Du solltest dir etwas einfallen lassen, wenn du nicht willst, dass deine Position öffentlich wird. Du kommst dir wohl schlau vor, du Klugscheißer, hä? Wenn du nur ein bisschen Grips in der Birne hättest, wüsstest du, dass Adrian jedem Neuling erzählt, dass ich der erste Kämpfer bin. Ach, scheiße. Schließlich sollen alle den armen, schwächlichen Fischer Fergus unterschätzen. Ganz Remba weiß, dass ich der erste Kämpfer bin. Wenn du allerdings die Liste unbedingt loswerden willst, ich würde sie dir für 40 Gold abkaufen. 40 Gold? Das sollen wir uns schätzen. Ach, Digga, das kannst du voll vergessen. Nimm das Angebot an oder lass es. Ich habe nichts zu verlieren. Aber die Liste würde mir einige Türen öffnen. Nee, das lassen wir mal. Ich geh nochmal kurz eine Runde pennen. Kann ich mit ihm noch schnacken hier? Nee, gut. So, gehen wir mal zu Iro.
Oder zu Broga. Die Magger kann ich ja sowieso nicht leiden, ne? Wir hören uns mal alle Stories an. Jeder, der damit involviert ist. Und dann gucken wir mal, wer was bietet, ne? So. Ich kenne deine Position auf Adrians Kämpferliste und bin geneigt, diese Liste öffentlich zu machen. Was ist dir das kleine Geheimnis um deine Position wert? Wenn du mir nicht schon einmal bewiesen hättest, dass du besser im Kampf als ich bist, würde ich dir jetzt volles Pfund aufs Maul geben. Und jetzt? Was soll schon sein? Verrate doch jeden hier meinen Platz auf der Liste. Ist mir doch egal. Ich halte nichts von dieser Geheimnistuerei. So wird einem guten Krieger doch nie die Ehre zuteil, die er verdient. Das zündet mal nicht so. Mal abgesehen davon, du wirst der Letzte gewesen sein, gegen den ich verloren habe. Ich kann jeden dieser Weicheier hier schlagen. Oh, na gut. Dann haben wir noch Jero, Hanke, Ortolf war sogar, ja stimmt, der kam relativ spät. Dann eben kurz zu Jero. Ja, mein Schlüpferfreundchen. Wie kommt es, dass du auf der Kämpferliste von Adrian nur an zweiter Stelle stehst? Du bist doch ein guter Kämpfer. Da sind sicherlich viele überrascht, dass du so weit vorne in der Kämpferliste stehst und werden schnell von dir umgehauen. Du mieser Kerl, wo hast du die Liste her? Adrian hält sie doch immer geheim. Anscheinend nicht geheim genug. Was kannst du mir anbieten, damit ich die Liste und besonders deine Position nicht weitergebe? Du mieser Erpresser. Aber mach jetzt bloß keinen Scheiß. Ja komm. Denk doch mal zurück. Ich war es, der dich aus der Stadt gelassen hat. Damit habe ich dir doch einen großen Gefallen getan, nicht? Nach ewigen Betteln hast du mich rausgelassen, das stimmt. Aber bestimmt nicht aus guter Absicht. Na gut. Bin doch über die Mauer gesprungen. Aber wir haben doch die Wachschicht gemeinsam durchgestanden. Du kannst mich doch jetzt nicht erpressen. Kann ich nicht. Und was mache ich dann gerade hier? Gib mir jetzt Gold, los. Wir haben doch die Wachschicht gemeinsam durchgestanden. Du kannst mich doch jetzt nicht erpressen. Kann ich nicht. Und was mache ich dann gerade? Na gut. Ach, keine Angst. Spendable Gönner, wie du einer bist, da gehe ich nicht. Denkt man. Eine Suppe gekriegt? Ich dachte, der hat es nämlich jetzt zweimal ineinander gesagt. Marinas Fischsuppe. Okay. So, auf den Schlüpfer bin ich jetzt gespannt. Das stimmt wohl. Hast du schon gehört, dass Silvans Tochter Mathea... Versuchen, Bro... Wenn das steht, versuchen, ne? Broga, mein Freund, wie geht es denn so? Wer hat dir denn heute wieder ins Gehirn geschissen? Was war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was er gegessen hat. Ein Zettel und auf dem stand... Da stand doch tatsächlich... Fergus, Piro, Hanke, Rogan... Was könnte das nur bedeuten? Ich fasse es nicht. Du mieser kleiner Penner hast tatsächlich Adrians Liste. Wie hast du das gemacht? Der Kerl hütet dieses Papier besser als seine Eier. Na, du musst ja wissen. Ich habe natürlich ein Berufsgeheimnis, woher ich die Liste habe. Viel wichtiger ist doch, was es dir wert ist, dass der Inhalt der Liste geheim bleibt. Ich lasse mich von dir nicht erpressen, du Würstchen. Erzähl ruhig allen, an welcher Stelle ich bin. Mit meinen Waffen besiege ich hier eh jeden dieser Schwächlinge. Ja, hat man gesehen. Außer mir versteht sich. Wie sagt man so schön? Dumm hat Glück, du Würstchen. Aber pass mal Würstchen. Auf. Ich hätte die Liste selber gern. Du kannst dir sicher denken, warum. Also mache ich dir jetzt ein einmaliges Angebot. Ich habe hier einen Kampfstab. Solide Eiche, keine Wurmlöcher. Die Idioten hier sind alle zu ungeschickt, um das gute Stück führen zu können. Also kann ich ihn hier eh nicht verkaufen. Also, ich gebe ihn dir. Aber im Gegenzug erhalte ich die Liste und übernehme deine Position als Erpresser. Digga, gönne ich dir nicht. Nein. Piss dich. Nein, interessiert mich nicht. Da plaudere ich lieber deine Position aus. Das stimmt wohl. Du miese Fanze. Von dir lasse ich mich nicht erpressen. Und jetzt zieh Leine. Okay, dann gehen wir mal zu Hanke. Sie ist wieder zurück. Innos sei Dank. Wenn man den ganzen Tag den Schmiedehammer schwingt, kriegt man sicher ordentlich Muskeln. Mit denen lässt es sich bestimmt ordentlich zuschlagen. Verdammt richtig. Und genau das kriegst du gleich zu spüren, wenn du mich weiter sinnlos nervst. Boah, entspann, du Freund. Oh, ich plaudere nur so vor mich hin. Ich meine, an dritter Stelle auf Adrians Kämpferliste. Das bei deiner Kraft. Deine Schwertkunst ist nicht sonderlich ausgeprägt, oder? Wäre doch dumm, wenn das bald alle hier in der Stadt wüssten. Und selbst wenn ich auf dritter Stelle wäre, beweisen kannst du es eh nicht. Also zisch ab! Also wenn Adrians Liste mit den Kämpfern nicht genug ist, dann kann ich es tatsächlich nicht beweisen. Verdammter Dieb! Was willst du?
Nun, ich bin mir sicher, dass mich einige Münzen dazu bringen könnten, deine Stelle auf der Liste zu... Das Geld mal wieder rein! Du Mistkerl! Verdammter Erpresser! Ja, komm, hör auf. Aber, du brauchst doch nicht gleich ausfallen werden. Ist dir mein Schweigen nun was wert? Na, ich habe wirklich kein Gold übrig, was ich dir geben könnte. Aber hier, nimm mal ein bisschen von dem Zeug zum Schmieden. Ein Hammer, ein paar Dietriche und etwas Stahl. Und wehe, du verrätst. Ah, Dietriche, das ist gut. Dann landest du nämlich als nächstes bei mir auf dem Amboss. Keine Angst, ich werde dich nicht verraten. Was auch immer ich mit dem Zeug soll, schmieden kann ich ja nicht. Dann verkauf es, leg es ins Regal oder verbrenn es. Aber verplapper dich ja. Ja, kriegen wir hin. Sie ist wieder zurück? Innos Soldaten. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ich habe keinen glühenden Rohstall. Ja, ich wollte sagen, das kann ich doch sonst eigentlich. So, jetzt haben wir aber alle abgeklappert, ne? Dann ist Fergus tatsächlich der Einzige, der uns was gibt. Dann nochmal gesagt, Adrian selbst und Gerard sollte ich wohl aber nicht versuchen zu erpressen. Es würde nur Ärger geben. Ja, dann können wir Fergus die für 40 überlassen oder so und dann ist das gut, ne? Geh doch mal weg. Steck die Waffe weg! Ja. Alle Stangen Rohstahl erhitzen. Kann ich nämlich nochmal gutes Geld machen. Zwei Waffen gespielt. Natürlich, Venus segne ihn. Aber wer hätte denn ein Motiv für eine solche Entwicklung? Ergebnis meiner Schmiedekunst. Sieht sogar fast aus wie ein Schwert. Digga, Wheel Talk, das ist das, was ich selbst gemacht habe? Womit denn? Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Und der Schaden ist 5. Oh Mann. Oh ja, ich verkaufe den Scheiß. Aber Gewissheit kann man da wohl kaum haben. Ja, super. Hat sich ja richtig gelohnt, ey. Hast du heute schon Carinas Suppe probiert? Sie schmeckt heute wieder. Ja, da würde ich sagen, geben wir Fergus die Liste. Die anderen waren ja so unbeeindruckt. Ich glaube, der Kampfstab wäre natürlich ein bisschen mehr wert gewesen, aber du, was soll's. Scheiß drauf. Dem Bagger gebe ich nichts. Speichern nochmal ab. Hier hast du Adrians Liste. Her mit den Münzen. Ja, ja. Hier hast du deine Bezahlung, du goldgieriger Drache. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. So. Verwandlung. Mal sehen, ob ich sie nutze oder einfach verkaufe. Kopfgeldjagd. Ja, ich habe keine Ahnung, ob hier noch Banditen irgendwo rumstreunern. Ja, der Vertrag. Ich weiß auch nicht, wie man da weiterkommt, ne? Überhaupt nicht. Vielleicht kann ich hier Hankes Ruhe jetzt mit dem Dietrich öffnen, den er mir gegeben hat. Das wäre nochmal ganz interessant auszuprobieren. Das Mogwi nochmal. Aber ich glaube, ich brauche da halt seinen Schlüssel für, ne? Ne! Kettenhemd, Gold. Kettenhemd! Stinkt nochmal das Kettenhemd. Immerhin schützt die wichtigen Organe ein wenig. Ja, gut. War das jetzt. Habe ich jetzt dafür den Dietrich aufgebraucht? Ich wollte mir aber nachher gleich eine Schüssel von dir holen. Wo sind die denn überhaupt? Ja, gut. Dann war's das, glaube ich, erstmal an der Stelle. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge, glaube ich, zu Bono auf in das Gebäude und klauen ihnen seinen Rubin. Ich denke, das wird dann die letzte Folge sein. Aber mal schauen. Für die Folge war es das an der Stelle. In dem Sinne, Leute. Tüdelü. Sky Luke Walker. Wer? Wen meinst du? Sag bloß, du kennst Sky nicht. Na, dann wird's aber Zeit. Bei Speeds mit der Sky, ja, wir machen Stress. Komm, nicht so dumm. Jetzt bist du zerfetzt.